Hi, schön, dass du dabei bist beim Self-Love Sunday. Ich bin Linda, deine Psychologin, und wir schauen uns jede Woche ein Thema an für mehr Positivity und mehr Selbstliebe. Heute starten wir mit dem Thema Body Positivity. Ja, und warum fängt das Ganze im Kopf an? Welche Rolle spielt auch der Kopf dabei? Das würde ich dir gerne in dem Video kurz erklären. Ich bin heute Morgen aufgestanden, hatte super die Augenringe, meine Haut ist viel zu trocken, meine Haare liegen nicht so, wie sie eigentlich liegen sollten. Also es gibt jeden Tag genügend Gründe, warum ich heute sage, ich nehme mich nicht so an, wie ich bin. Aber das führt ja leider zu nichts und deswegen ist es ganz wichtig, für sich Schritte zu lernen, dass ich trotzdem happy sein kann. Wir Frauen sind ja schon super kritisch mit uns. Wir wollen perfekt sein. Wir haben sehr hohe Maßstäbe, an denen wir uns messen, sehen jeden Tag die Stars und Sternchen, die nahezu perfekt sind. Und da kann es schon manchmal anstrengend sein, sich selber anzunehmen. Woran liegt das? Ich glaube, dass eine Ursache auf jeden Fall in unserer Erziehung liegt. Und dazu gibt es ganz interessante Studien, die untersucht haben, wie wird eigentlich mit kleinen Mädchen umgegangen und wie wird mit kleinen Jungs umgegangen. Und als kleines Mädchen ist es einfach so, dass du häufiger den Satz hören wirst, oh, du bist aber hübsch und das Kleid steht dir aber toll und du siehst aber süß aus. Das hört ein kleiner Junge einfach nicht so oft. Der hört vielleicht eher, boah, du bist aber mutig und du bist aber stark, toll, dass du dich das traust. Und damit entstehen ganz unterschiedliche Verknüpfungen in unserem Gehirn. Für uns Frauen bedeutet das oft, schönes Aussehen wird mit Anerkennung und Liebe mit guten Gefühlen verbunden. Weil Anerkennung und Liebe sorgt dafür, dass in unserem Gehirn Dopamin freigesetzt wird. Und Dopamin findet unser Belohnungszentrum super, also haben wir gute Gefühle. Damit hast du eine extrem starke Verbindung geschaffen, die natürlich auch noch dann zieht, wenn wir schon längst erwachsen sind. Das heißt, wenn ich jetzt im Erwachsenenalter, wenn mir da irgendwas passiert und ich merke, ich bin unzufrieden, dann wird mein Gehirn automatisch nach einem Weg suchen, dass wir aus dieser Unzufriedenheit rauskommen. Also was macht uns wieder happy? Wir wollen Dopamin. Vielleicht wurdest du verletzt, vielleicht wurdest du verunsichert, vielleicht wurdest du übergangen. Es gibt ganz viele Ursachen dafür, vielleicht, warum du unzufrieden bist. Aber für unser Gehirn zählt erstmal, wir wollen wieder happy sein. Also erinnern wir uns, hey, wenn ich hübsch bin, wenn ich toll aussehe, da habe ich doch gute Gefühle bekommen. Also ist die Konsequenz ganz logisch, dass wir anfangen, an unserem Äußeren zu tun. Ich gehe vielleicht zum Friseur, ich versuche abzunehmen, ich kaufe mir neue Klamotten, ich kaufe das neueste Make-up, was meine Augenringe wegmacht. Also ne, alles mit der Hoffnung, dass ich wieder gute Gefühle bekomme, dass ich glücklich bin, dass ich happy bin und dass diese Unzufriedenheit weggeht. Wenn die Ursache deiner Unzufriedenheit wirklich darin lag, dass die 4 Kilo zu viel dich gestört haben und die sind jetzt weg und jetzt bist du wieder happy, dann ist das völlig okay. Aber es ist leider häufig so, dass wir nicht tief genug suchen und die wahre Ursache finden, sondern dass wir ganz schnell anfangen, was in unserem Äußeren zu verändern, ohne wirklich genau hinzuschauen. Und dann gerate ich in so einen Teufelskreis, dass ich natürlich immer weiter mich optimieren möchte, vermeintlich optimieren möchte, und dieses gewünschte Glück nie einsetzt. Und das kann dann auf die Dauer sehr, sehr schwierig werden für Menschen und umso schwieriger natürlich auch eine Body Positivity für sich zu leben. Deswegen ist meine Empfehlung, wenn du das nächste Mal merkst, dass du anfängst, deinen Körper absolut zu haten, zu blamen, zu beschimpfen, daran sind wir ja auch sehr gut, dann schau dir an, was ist an dem Tag eigentlich wirklich passiert. Also was waren das für Situationen, die dich vielleicht verletzt haben, wo du dich vielleicht übergangen gefühlt hast, wo du dich respektiert gefühlt hast und welche Werte wurden da vielleicht eher von dir verletzt? Aber schau dir erstmal einfach nur die Situation an, das ist der erste Schritt. Vielleicht erkennst du dann nämlich dann auch Muster, die immer wieder kommen. Das ist ganz häufig so, dass wir so bestimmte Situationen haben, die dieses Gefühl immer wieder in uns auslösen. Der zweite Schritt ist dann, dass du die genauen Trigger kennst.
Also sind es vielleicht bestimmte Aussagen von Menschen? Sind es die Menschen an sich? Also auch dein Umfeld, ne, hat eine riesen Auswirkung darauf, wie gut fühlst du dich. Achte darauf, dass du dich auf jeden Fall mit Menschen umgibst, die mit sich selber gesund umgehen und die dann auch mit dir gesund umgehen und die dich positiv spüren lassen. Wenn du die Situationen kennst und wenn du die Trigger kennst, dann kannst du im dritten Schritt für dich auch lernen zu abstrahieren, was ist jetzt wirklich eine Unzufriedenheit, die auf meinen Körper zurückzuführen ist, wirklich auf mein Äußeres, oder die auf tieferen mentalen Verletzungen beruht. Und lerne das wirklich zu abstrahieren und zu trennen, damit du die Ursache wirklich findest und damit auch eine Lösung finden kannst für deine Unzufriedenheit. Und was ich in dem Zusammenhang auch immer ganz wichtig finde, ist sich zu sagen, hey, mein Körper, der ist nicht nur Schönheitsideal. Der ist da, damit ich überleben kann. Der ist da, damit es mir gut geht. Der atmet, mein Herz schlägt, meine Beine tragen mich jeden Tag durch die Welt. Das sind so Funktionen, die sind für uns ganz oft selbstverständlich, aber das sind sie nun mal nicht. Und deswegen, ja, sei dankbar dafür und sag dir das auch immer wieder, dass du einfach froh bist, dass du gesund bist. Und das bringt mich zum nächsten Punkt, nämlich, dass du lernen solltest, deinen Fokus auf das Positive zu lenken. Also wenn du morgen früh vor dem Spiegel stehst, dann nimm dir eine Minute Zeit und frag dich, was mag ich eigentlich an mir? Sind es meine Augen? Sind es meine Haare? Sind es meine Ohrläppchen? Sind es meine Finger? Ich garantiere dir, du wirst etwas an deinem Körper finden, was du richtig gerne magst. Und dann schau dir das ruhig in Ruhe an und sag dir in Gedanken, was du so sehr daran magst. Vielleicht machst du das lieber leise, kannst es auch laut machen, einigen fällt es am Anfang schwer, aber nimm dir diese Zeit, das dir wirklich zu sagen. Weil auch Eigenlob ist etwas, was wir üben müssen. Das wird häufig mit Arroganz verwechselt oder mit Egozentrismus. Und dabei ist es so, so wichtig, um dich wirklich anzunehmen und dich selbst zu mögen. Und der letzte Schritt ist, dass ich dir empfehlen würde, dich anzulächeln. Das klingt vielleicht auch super strange, aber es ist bewiesen, wenn du 60 Sekunden lang lachst, dann werden bestimmte Muskeln aktiviert, hier an deinen Augen und an deinen Mundwinkeln, die an dein Gehirn das Signal gute Laune schicken. Und wenn das ankommt, dann wird Dopamin freigesetzt und ich garantiere dir, dass du mit besserer Laune in den Tag starten wirst. Und das ist doch auch eine schöne Grundlage für Body Positivity. Ja, das war mein kleines Video zu dem Thema Body Positivity und warum das Ganze im Kopf beginnt. Ich freue mich über deine Kommentare, über dein Feedback und vielleicht sehen wir uns ja dann nächste Woche wieder beim Self-Love Sunday. Bis dahin!